So, ein wunderschön und herzlich willkommen zurück zu My Test Creative. So, let's play? Ja, klingt richtig. Ja, seit der letzten Aufnahme sind ein paar Sekunden vergangen. Man sieht auch bereits im Hintergrund, ist schon dunkel draußen. Aber ist ja für euch sowieso egal, wann ich meine Aufnahmen mache. Genau. So, ich weiß jetzt nur nicht mehr, wo wir genau waren. Waren wir jetzt aus der Höhle schon wieder raus oder waren wir noch in der Höhle drin? Ne, wir waren noch in der Höhle eben, weil wir immer noch kein Sulfat gefunden haben. That's bullshitisierend. So, ja, wegen dem Sulfat. Ich meine, wir können jetzt natürlich einfach blind drauf los erstmal hier ein bisschen was ausleuchten, damit wir allgemein mal, Alter, hier ist ja nicht, hier ständig heller und dunkler werden hier. Jetzt ist wieder heller, jetzt ist wieder dunkler. Interesting. So, wir können zuallererst mal. Ist das hier Silber oder ist das was? Was ist das denn? Da. Und da. Ja, das ist normales Silber. Oder, also irgendwas. Nichts Zinkhaltiges. Oh, hier war noch ein bisschen Dixabums da. Ein bisschen Kupfer. Danke dafür. So. Oh, Gold. Wobei, bei Gold haben wir mittlerweile auch schon ein bisschen was. Ups, da war unser Inventar schon wieder voll. Ja, holy moly. Ja, ich pack dich mal dahin. Warte, ich muss hier aber unbedingt ein bisschen aufräumen. So. Du kommst weg. Alles, was wir gerade nicht brauchen, schmeiß ich mal in meine Tasche. Wir haben kommen noch Fackeln. Ja, wow. So, das heißt, ich mach mal 40. Dann mache ich mal das da. Und dann mache ich mal so. 88 Fackeln sollte erstmal ein bisschen reichen. Auch für Stoch. Licht. Gold. Ja, wow. Ich will jetzt mal hier ein bisschen auslöschen. Die sieht interessant aus. Auch schade. Nur eine kleine Einbuchtung. So, hier haben wir wieder Silbersand. Wobei, davon haben wir jetzt mittlerweile doch schon wieder so viel. Wir kommen ja hier öfters rein. Also jetzt hier unten. Oh. Keys. Hier unten Silbersand abzutragen, A, wäre das viel zu viel, weil hier ist haufenweise Silbersand. Und B, ja, haben wir erstmal genug Silbersand. Und wie gesagt, so in großen Hüllen kommen wir sowieso immer wieder rein. Das heißt, da wäre das tatsächlich quasi egal. So, hier haben wir noch ein bisschen Kupfer. Ja, komm, verpiss dich halt, Mädel. So. Kupfer. Oh, eine weitere Nierenkatze. Hier ist doch schon jetzt wieder hell. Jetzt ist wieder dunkel. Kommen wir da hin? Oh, da leuchtet was. Ah, ein weiterer Minenschacht. Schauen Sie. Ein Minenschacht. Oh, Mese. Schauen Sie. Mese. Noch mehr Mese. Wo war die Nierenkatze? Ich hab sie aus dem Blick verloren. Na, ach, da.
Gut, dann müssen wir mal in die Richtung hier gehen. Ich glaube mal, von hier aus kann man die besser kennen. Ja. So. Gleich stehen wir direkt unter ihr. Das ist sehr schön. Ja, wo ist sie hin? Oha. Okay, dann bleiben wir mal. Ich baue mich mal hier einfach mal hoch. Och, ist die süß. Was ist mit der los? Ich dachte, wir sehen die einfach nur unvollständig, aber die ist ja wirklich so klein. Ah, jetzt bin ich ein bisschen zu hoch. Ich versuche mich mal zu dir hinzubauen. Die ist jetzt natürlich viel zu tief zum Abbauen. Macht aber nichts. Hat er erstmal Licht hier. So, dann gucken wir mal. Ich mache mal hin hier Steinchen. Dann mache ich schon mal hin hier Steinchen. Und da ein Steinchen drauf. Perfekt. So, jetzt können wir die hier wunderbar abbauen. Also es fällt trotzdem runter. Okay, das haben wir bekommen. Haben wir auch bekommen? Was haben wir auch bekommen? Oh, okay, und den Kopf braucht keiner. Das Problem ist, wenn ich jetzt auf diese Plattform raufspringe, ich komme von dir nie wieder runter. Garantiert nie wieder. Von daher würde ich mal sagen, sorry, du kleiner Kopf. Nein! Dankeschön. Was ist geschehen? Was ist passiert? Okay. Nee, das wird nie funktionieren. Aber was funktionieren wird, ist da rangehen und mich da ranbauen. Das funktioniert. Sehr schön. Dankeschön. Whoa, okay, war keine gute Idee. I need more Licht. So, das hier kann ich abbauen. Das. Ach komm, das kann da oben auch bleiben. Ganz ehrlich. Da brauchen wir nicht. Rückwärts laufen ist eine schlechte Idee. So. Easy. So, dann gehen wir jetzt mal da hinten hin. Da hinten war irgendwie dieser, genau daher, da ist der Bahnschacht. Gucken, ob wir da noch was Brauchbares, was Schönes finden oder ob da wieder nur Dschungelbaum-Saplings drin sind. Oha. Oh, ernsthaft jetzt? Das sieht aber nicht sehr überquerungsfreundlich aus. Das ist höchstens der Querus Maximus. Ist das Gold? Ja, ne? Ja, das war normales Gold. Schade. Ich weiß ja leider immer noch nicht, wie Sulfat aussieht. Ich gehe mal davon aus, wie das. Ich gehe mal davon aus, dass es so ähnlich aussieht wie Gold. Aber the question is, ist das richtig? Oder nicht? Komm jetzt hoch hier, Alter. Boah. Tut die Eisenbahn. Hallo. Oh. Dankeschön, du Hurensohn. Deine Mutter hatte schon. Na. War das gerade Zink? Habe ich gerade Zink abgebaut? Zink? Zinkkohle? Okay, war nicht mal einfach alles kaputt hier. Oh, bin wieder oben. Oh, nicht ganz. Jetzt. So, was haben wir denn hier drinne? Ein An- und An-Block. Oh, TNT.
Na gut, okay. Klar, das ist natürlich auf dem Server deaktiviert. Ja. TNT gibt es auf dem Server nicht. Das ist korrekt. Das war so vereinbart laut Vertrag. Seltsam, dass es dann trotzdem gespawnt wird. Aber gut, dann ist es so. Na gut, wobei das, was drinne ist, wird ja einfach nach einer Liste gemacht. Und wenn in der Liste halt TNT drinne steht, dann spawnt da drin halt TNT, egal ob es das überhaupt gibt oder nicht. Oh, Alter, so viel Eisen. Na gut, lass mal sein. Sonst komme ich hier noch in Teufels Küche, wo ich mich irgendwo runterbagger und dann nie wieder rauskomme. Hallo, ich bin da. So, Lorista. Dankeschön. So. Was machen Sachen? Weg damit dir. Wie die einfach so allein auf dem Podest steht, so alles drumherum komplett weggebombt. Easy. Muss so sein. So, hier sieht es ein bisschen bunt aus, ist aber alles nur Silber. Wahrscheinlich. Nee. Naja. Immerhin haben wir Silber. Hier haben wir noch ein bisschen Eisen. Apropos, mein Inventar schon wieder voll. Sag mal. Das gibt's ja gar nicht. Halt, Backpack. Danke. Weg, weg, weg. 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 Und weg. Was könnte noch weg? Das kann weg. Und das kann auch weg. Rest kann so bleiben. So, war ich gerade? Hier war ich gerade. Genau. Das um, da muss auch noch wieder dieses komische Lieblab und Latt. Wow. Da hatte der Server gerade schon wieder eine kleine Verweilungsminute für In-Kopf-Gehirn-Prozesse. Oh, ein dunkler, großer Raum. Okay. I can handle this. Ach, okay, jetzt bin ich auf der anderen Seite. Sehr schön. Mal ein bisschen Licht machen hier. Okay, geht's ja auch raus. Interessant. Wow! Ich habe da eine Kerze aufgestellt und habe nicht gesehen, dass hier Mese ist. Holy moly. Interessant. Kann ja mal passieren, sollte aber nicht passieren. So, und hier geht es jetzt noch. Hier, genau, hier waren wir auch noch nicht. Wobei, doch, hier waren wir. Okay, das heißt, den Tunnel haben wir jetzt mittlerweile soweit erforscht. Gib mir Eisen. Ich brauche Eisen. Gib mir alles, was hier drin ist. Gib mir all dein Geld. Dankeschön. So, dann haben wir hier schon mal ein bisschen aufgeräumt. Wo geht's raus? Da geht's raus. Sehr schön. Gut, dann gehen wir erstmal wieder auf den direkten Weg zurück. Hier unten sieht interessant aus. Da geht es auch hart runter. Ich würde hier gerne mal erstmal lang gucken. Denn das sieht tatsächlich interessant aus. Gut, hier kommt mal der Sand weg. Und jetzt nicht gerade noch gesagt, du sammelst keinen Silbersand mehr. Boink.
Okay, so eine kleine Buchtung, eine Einbuchtung. Oh, Rainbow Ohr. Und hier geht's weiter in den Canyon. Sehr interessant. Da geht's auch steil runter. Yay! Achso. Yay! So. Komme ich da um ran? Ich meine, so wichtig wäre das jetzt nicht, aber einfach because we can. Jawohl! Mit der Kraft des Springens haben wir diese Aufgabe gemeistert, die uns von Gott persönlich gestellt wurde. Da-da-da. Das mit dem Eisen entwickelt sich aber irgendwie zu so einer krankhaften Krankheit, ey. Das ist ja hier. Ich glaube mal, wenn wir wieder at home sind. Hier ist ja auch Eisen. Dann können wir erstmal stackweise Eisen einschmelzen. Das ist ja. Und ich sag mal so, 6 Öfen haben wir und 6 Stacks Eisen bekommen wir mittlerweile locker zusammen. Davon gehe ich mal aus. Weil wir hatten schon fast 3 Stacks zu Hause, bevor wir losgelatscht sind. Und jetzt haben wir bei weitem 3 Stacks. Also jetzt allein in dieser Tour jetzt hier. Das heißt, da sehe ich absolut kein Problem, dass wir da unsere Öfen voll bekommen mit Eisen. So, gut, wir brauchen neue Spitzhacken. War auch hier drinne? Ja, war auch da drinne. So, wow. So, bitte. Na, hallo, danke. Eigentlich können wir, um ein bisschen Platz zu sparen. Ach, Alter, was macht denn hier für eine Scheiße? Das, so. Und jetzt haben wir das, so. Ja gut, okay, Platz spart jetzt voll Platz. Dann haben wir immer noch 2 Stacks. Easy. Kein Problem, ich mache einfach so. So, jetzt können wir 43 Spitzhacken bauen. Wäre eine ganz schöne Verschwendung, aber ich meine, können wir einfach mal machen. So eine ganze Kiste voll, so eine Doppelkiste einfach mal voll mit Spitzhacken. Ich sag mal so, warum nicht? Also, da bin ich also leidenschaftslos. Wenn jemand das mag. Oh, hier glänzt noch was. Ach, ein bisschen Silber. Naja, was soll's. Wo war ich gerade? Keine Ahnung. Oh, hier geht's auch wieder runter. Okay. Gut, zuallererst essen wir mal was. Backpack. Dankeschön. Oha, ja, aber hier geht's richtig hart runter. Ah, traue ich mich noch nicht. Das lasse ich mal lieber. Dafür ist es mir noch ein bisschen zu nuckel hier. Oh ja, das ist definitiv was Größeres. Wow, fliegt einfach so ein Steinkomplex in der Luft. Dumm. Easy. Wie sieht das denn aus? Das sind so diese Sachen, wo man genau weiß, okay, da hatte der Map-Generator Spaß. Oh, Rainbow Ohr. Und ein bisschen Silber. So,
Na gut, so groß ist das hier, obwohl es könnte halt hart tief runtergehen, ne? Alter, das sieht aber schon echt, echt beeindruckend aus hier, ne? Vor so einer Klippe zu stehen. Was? Wisst ihr was? Wir machen mal diesen sogenannten Test. Ach, wir machen einfach da. Ah, siehst du, man hat das Aufkommen gehört. Also kann es gar nicht so tief sein. Kann ich einfach mal ein Licht da machen? Ich glaube, das Punkt. Nee, das kommt nichts. Die Frage ist, wenn wir da runter gehen, werden wir das überleben? Ich baue mich einfach mal, ich suche mal hier eine relativ tiefe Stelle, zum Beispiel so hier. Versuche mich jetzt einfach mal durchzubaggern. So, okay, das hat noch nicht gereicht. Dann baggern wir jetzt mal hier. Oh, da ist Sinn. Alter, mal Licht machen hier, ist ja dunkel. Zinn. Zink, meine ich doch. Oder was doch mit Zinn? Das wäre natürlich schade. So, jetzt sind wir ein bisschen tiefer. Aha, perfekt. Schon sind wir auf dem Grund dieses, was auch immer das darstellen soll, angekommen. Hier geht's weiter. Okay, okay. Es ist also ein Canyon. Und unsere Erde wieder einsammeln hier. Geht's hier auch weiter? Ja, okay, ist also durchgehender Canyon. Okay, der schreibt also hier bloß die Oberfläche. Aber wie krank, gell, das halt hier aussieht an der Stelle. Oh, Alter. Es ist schon geil. Ich meine, ist ja so, ne? Diese Formation, wie die so entsteht, ist schon beachtlich. Was so alles generiert werden kann. So pseudo-zufallsmäßig, also halt, ne? Mittels Logarithmus. Mittels einer Formel. Oha, hier geht's aber auch wieder hart runter. Naja, ich versuche mal hier ein bisschen reinzugehen hier. So ungefähr. Und schon sind wieder unsere Fackeln, Alter. Ich glaube das nicht. Oha. Okay. Ein bisschen dunkel. Ach, scheiße, jetzt habe ich hier. Das wieder weg. So, wir brauchen mehr Holz. Danke. Halt. Was mache ich da? So. Dankeschön. Du kommst weg. Du kommst dahin. So. Und jetzt. So. Perfekt. Das Schöne ist, wir müssen jetzt nicht mehr auf irgendwelche Monster achten. Einfach weil uns die Monster gar nichts können mittlerweile. Wir sind Monster immun. Ach, guck mal einer an. Das ist da die Höhle, von der wir vorhin. Oder? Nee, ist es da, wo wir vorhin. Bei dem ein Gang da lang gekommen sind, wo wir dachten, mit nee, da gehen wir nicht weiter runter oder so. Oh, Rainbow Ohr. Naja, wie gesagt, Rainbow Ohr ist mittlerweile eigentlich tatsächlich relativ uninteressant. Ist aber trotzdem immer wieder schön, welche zu finden. Es sieht halt optisch sehr hübsch aus. Ein richtiges Lava-Gestein hier. Gut, wir müssen da hinten lang. Hier kommen wir nicht hoch. Oh, hier kommen wir auch nicht hoch. So, jetzt kommen wir hoch. Gehen wir da hinten lang. Ich möchte mal hier ein bisschen ausleuchten. Ah, ne, hier gibt es nichts Spannendes. Schade eigentlich. Gut, also wir versuchen mal hier hinten lang zu kommen. Mal gucken, wie weit wir kommen. Okay, ich sehe Gold. Und ich sehe, dass wir da nicht weiterkommen. So, doch, hier kommen wir weiter. Oder auch nicht. Aber hier gibt es nichts irgendwie Interessantes. Irgendwie was, wo man sagen könnte, okay, das lohnt sich jetzt voll extremo. Höchstens für ein Emo. Okay, wow. Der war. Ja, der war. Der Glanz meiner Karriere erblättert. Das hier machen wir weg hier. Upsala, das war einer zu viel.
So, dann jetzt natürlich das Eisen wieder. Das ganze Eisen muss weg. So, alles weg. Alles weg. Alles meins. Und alles Hannover. Sehe ich da etwa Zink? Ist das Zink? Ist das Zink? Holy shit. Nee, schade. Ist kein Zink. Ach, okay. Ist nur hässliches, billiges Silber, ey. Das ist ja hier. Alter, geht's hier. Upsala. Das wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte eine Fackel aufstellen. Dankeschön. Hier ist schon wieder so viel Eisen. Oh. Ja, Ronny baut schon wieder die ganzen Fackeln ab hier. Sehr schön. Gut, dann würde ich mal sagen, verlassen wir mal diese Einöde hier wieder. Scheiße, ich komme nicht rauf. So. Eigentlich sollten wir uns mal angewöhnen, immer die ganzen Fackeln wieder mitzunehmen. Ich meine, gut, so teuer sind Fackeln nicht, aber es ist halt immer wieder scheiße, mal wieder neue Fackeln bauen zu müssen, weil wir hier wirklich massig an Fackeln verbrauchen. Das ist. So, Kohle. Ne? Apropos Fackeln verbrauchen. Ne? Davon dürfen wir nicht vergessen, dass wir so viele Fackeln verbrauchen, natürlich auch Kohle brauchen. Baue ich mir jetzt gerade meinen Heimweg ab? Kann das sein? Also jetzt auf jeden Fall, ja. Na gut, aber wir können... Wow, ich hab's noch genau raus. Yay! Yeah. ich will sterben. Ach, eben nicht. Eine Sprungpartie hier. So, sehr schön, wir sind wieder raus. Das heißt, wir können wieder weiter beleuchten hier. So. Oh, unser Inventar schon wieder voll. Was ist denn hier los? Was denn hier los? Ja, also eigentlich haben wir unser Lager, ne? Jetzt können wir den ganzen Stein aber gleich sammeln, weil ich glaube mal, das alles, das ganze Gestein, was wir hier absammeln, in irgendwelchen Kisten zu lagern, wäre so ziemlich das Sinnfreieste, was man halt überhaupt machen kann. Dafür sind die ganzen Dora natürlich schon relativ geil. Ach, schon wieder so ein hässliches Steinmonster, Alter. Hier gibt es bereits genug Stein, du kannst nach Hause gehen. Mädel. So, gucken wir mal. Wegen, weil Baumressourcen und so. Hi. War da gerade was Mese oder war es nur Gold? Ach, nee, war nur Gold. Schade. Irgendwann starten die Monster hier so eine Demo, weil ich die einfach immer ignoriere. Mehr Aufmerksamkeit für Monster. Gründen hier noch eine Gewerkschaft oder sowas, keine Ahnung.
hinten glänzt was. Ist das eine Fackel? Ja, doch, das ist eine Fackel. Ja, ist eine Fackel. Das sieht man daran, wenn man da ganz genau hinguckt. Ich meine, man sieht das leider nicht, weil man kann den Zoom nicht aktivieren. Und ihr seht es wahrscheinlich auch nicht, weil ihr nicht Pixel genau das seht, was ich sehe. Aber man sieht halt diese Animation von dem Licht. Dass die Pixel halt so ein bisschen tanzen, sag ich jetzt mal. Und das macht eine Neon-Katze nicht. Die kann hier leider noch nicht tanzen. Oder ums Licht. Ach nee, ja, das ist davon, wo wir da waren wir ja schon. Da haben wir schon Hand an der Natur angelegt. Für böse Menschen. Böse Menschen. So. Schon mittlerweile gut ausgeleuchtet, ne? Aber tatsächlich immer noch kein nichts gefunden. Was mir gerade auffällt, ist, diese Folge wird absolut Überlänge gerade haben. Kann das sein? Oder habe ich gerade schon vollen Pause gemacht? Ne, das heißt die Folge hat absolut Überlänge. Oder? Habe ich wieder begonnen? Ich weiß es doch auch nicht. Gucken wir einfach mal rein hier. So. Nee, noch genau richtig. Ein wunderschönen und herzlich willkommen zurück. Gut, dann machen wir jetzt eine Vollpause. Bis dann. Tschüss.